Ja, moin moin und willkommen wieder zurück zu Let's Play Minecraft. Ja, ich habe mich jetzt erstmal für diese Karte hier entschieden. Fand die ganz hübsch, Texturen sah ganz gut aus und keine Panik. Ja, ich habe schon ein paar Tipps gekriegt, wie ich meine alte Version wiederkriege, was ich daran falsch gemacht habe. Okay. Ja, XNoNameLP, Dankeschön dafür und ja, wenn ich noch Fragen habe, werde ich mich auf alle Fälle bei dir melden. Ja. So, ja, das erste Häuschen ist ja hier fertig. Also mein erstes kleines, was ich mir selber hier gebaut habe. Und ich war ja auch am Planen schon wieder gewesen, was ich noch machen sollte. Zum einen her wird noch, ja, etwas Spezielles dazu kommen. Zum anderen hin werde ich hier einen kleinen Hafen bauen. Wird auch wieder ordentlich Materialien fressen, muss ich sagen. Und zwar müsste ich dafür viel Holz haben. Aber das Ganze erkunde ich mir erstmal am nächsten Tag erst. So. Ab in die Falle. So, los geht's. Ja, dann werden wir uns erstmal. Ich brauche Materialien und ganz, ganz dringend brauche ich Holz. Das ist schon echt, echt dringend, weil mit das, was ich jetzt hier vorhabe, da wird Holz auf alle Fälle das Hauptprojekt eigentlich sein, hier mit alles mit Holz zu verbauen. So, und ja, ich brauche also Holz, das ist klar, und das muss ich mir jetzt erstmal suchen. Holz. Und Holz findet man ja nicht in den Bergwerken, Holz findet man nur hier oben. So, mal gucken. Ich habe ja letztens Bäume gepflanzt. Vielleicht sind die ja schon mal langsam ein bisschen weiter besser gesagt. Ich habe zwar nicht die Vermutung, dass es so ist, aber naja, gut, okay. Ja, da hinten haben wir noch ein paar Bäumchen. Oh, da hinten sind viele Bäumchen. Die könnte ich eigentlich ratzekahl wegsemmeln. Muss mal sagen. Und jo. Einfach mal rein ins kühle Nass. Hauen wir nochmal eine Schafe von unten ein paar auf den Arsch. Oh, ich habe Wolle gekriegt dafür gleich. Nax habe ich auch dabei, sondern dann geht es jetzt erstmal ans Baumfällen. Oh, ein bisschen tauchen. Mal gucken, was hier unten noch so schön ist. Oh, schön. Alles toll hier. Blub, 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 blub. So, da sind wir. Oh, Pilze gibt es hier auch. Schön. So soll das sein. So, und jetzt hacken wir erstmal hier uns ein paar Bäume ab, weil ich brauche ganz, ganz dringend Holz. Holz wird jetzt im Moment genauso wichtig, wie ich vorher ganz, ganz dringend immer Stein gebraucht habe, muss ich mir jetzt Holz sammeln. Natürlich ein paar Äste abschlagen, weil ich pflanze hier immer gleich eine neue hin. Damit ich hier, ja, ein bisschen Gleichgewicht habe. Pilze, okay. So, dann hacken wir jetzt nochmal den Baum ab hier. So, muss ich auch alles runterholen. Und die Version wird sich dann nochmal ändern. In die aktuelle. Ja, danke ich dir nochmal dafür. XNoNameLP, dass du mir ungefähr erklärt hast, wie das funktioniert. Und was ich falsch gemacht habe. Ja. So, dann wollen wir erstmal hier alles weghacken. Aber wie schon gesagt, wir uns ja bald an das Projekt ransetzen wollen. Oder ich mich besser ransetze mit den, ja. Diesen kleinen Hafen, den ich hier bauen will. Mit Hafenhäuschen und so einem ganzen Scheiß. Also, da kommt schon noch was. Hab mir das ja mal überlegt, was ich da so machen könnte. Ja, ich glaube, da wird nichts bei. So. Lass ich den da irgendwo rumstehen. So. Dann kommt dann hier ein Bäumchen noch hin. Ich weiß gar nicht, wie lange dauert das eigentlich ungefähr, bis so ein Baum gewachsen ist. Ich habe ja da oben ein paar gepflanzt. Noch und schon wieder nicht richtig. So. Mach ich es ganz einfach. Nee, ich habe doch auch. Holzmensch. Wollen wir doch hier nicht die Sachen vergeuden für. Nehmen wir doch einfach das Holz dafür. So. Jetzt mal einen hier rauf. So. Dann hacken wir nochmal das hier oben alles ab. So, haben wir jedenfalls auch das ganze Holz optimal ausgenutzt. Und hier sind ja echt, echt viele Bäumchen. Richtig kleine Bauminsel. Werde ich auch definitiv so halten als Bauminsel. Und dann werde ich hier anfangen, immer wieder kleine Bäumchen hinzupflanzen. Und ja, ist mal so gesehen, meine kleine Bauminsel hier wird. So, das heißt weg. Das heißt, neues Bäumchen kommt hin. So, schön hier hin. So, dann nehmen wir uns nochmal den hier vor. Der sieht auch ziemlich groß aus. Den können wir uns auch wegkloppen. So, der geht auch schon ganz schön hoch. Hopp. So.
Ja, Minecraft spiele ich einfach weiter. Ich denke mal, das ist nicht so wild. Minecraft einfach so weiter zu spielen. Ohne jetzt überhaupt, ja, dass mit dem Speicherstand da oder besser gesagt mit den LPs da. Ist ja nicht so tragisch. Da gibt es andere LPs, die ein bisschen tragischer waren. So. Okay, ja. Jetzt habe ich schon mal ein bisschen mehr Bäume, aber ich nehme die ja hier auch noch mit. Warum nicht alles Radikal machen? Dann wieder neue Bäumchen pflanzen. So, jetzt einmal alles abschlagen. Ich glaube mal, die Axt hält noch locker bis da oben hin. So, weg. So, das habe ich auch alles. So, nochmal hier einen neuen Baum pflanzen. Aber gerade mal so lustig, pflanze ich hier auch nochmal einen hin. Da noch einer. Och Gott, da liegt ja auch noch mehr als genug gerade rum. Kommt da auch noch einer hin. Hier noch einer. Och Gott, ja. Ja, man sieht überall, wo ich Holz weggenommen habe. Eindeutig. Bing, 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 bing. Hier nochmal so eine kleine Baumkuppellandschaft. Hier nochmal ein bisschen was hin. So, pflanzen wir hier auch gleich ein paar Bäumchen noch hin. Und da noch ein paar hin. So. Dann werde ich jetzt erstmal los. Oh. Ich habe den Schaf ja nur die Wolle abgehauen. Ihr seht, das Schaf ist geschoren, würde ich mal so sagen. Dann würde ich auch mal ganz kurz die Wolle hier hochpacken. Also ich habe Schafe jetzt nicht gekillt. Es läuft einfach nur nackt hier rum. Sehr schön. Nackte Schäfchen. Okay, da ist ein bisschen Kohle. Warum nicht? Gehen wir doch auch mal dahin. Das Geschenk nehmen wir uns auch glatt mit. So. Ja. Zack, das weghauen. Ja, doch. Die Geschenke nehmen wir doch eindeutig mit. Wenn hier Kohle rumliegt, dann sollten wir uns doch mal freuen und das mitnehmen. Weil Schenkengaul guckt man nicht ins Maul. Geschenkter Kohle erst gar nicht. So, das halte ich auch noch ab. Ich hoffe jetzt nur hier oben ist keine Erde. Doch, aber kommt nicht runter. Stimmt ja, diese Erde kommt noch nicht runter. Nur Sand. So. Ja, Kohle haben wir auch mitgenommen. Sehr schön. Ein bisschen leer geräubert hier alles. Und ab wieder ins Wasser. Gucken wir uns gleich das nächste Schäfchen mal, ob ich das auch so abschoren kann. So, ja, mein Haus steht da oben schön gut drauf. Oder besser gesagt, mein Turm. Ich sehe schon, hier sind überall noch Kohle am rumfleißig sein hier. Es ist ganz schön viel Kohle noch da. Fleißig sein hier. Was für ein Deutsch mal wieder. Passt ja wieder richtig gut heute wieder zum Tag. Ja, wo ist das Schaf jetzt hin? Da hinten läuft es, das kleine dumme Ding. Hier wäre auch noch ein Baum gewesen, ganz versteckt. Och Gott, der bleibt da stehen. Sollen wir mal gucken? Vielleicht ist nur das Schaf leicht gehauen. Ach, cool. Geschoren. Okay, das Schaf ist auch weg. So. Ja, ich hab eine Wolle. So, dann gehen wir erstmal wieder rein ins Haus. Weil ich gerade nur mal nachgeguckt habe, wie ich ungefähr so bauen muss. Um dieses Projekt in Angriff zu nehmen. So. Ja, und ich muss unbedingt mal bald eine Treppe hier richtig reinbauen. Das Gehumpel hier ist ja schlimm. So, dann wollen wir erstmal hier ran und wollen erstmal, ja. Streck. Ups. Wollte ich nicht. Das habe ich schon längst umgearbeitet alles. Wo ist mein Holz? Da ist mein Holz. Das wollen wir uns erstmal hier richtig schön machen. So, dann haben wir hiervon erstmal ein bisschen was gekriegt. Hiervon noch was mit. So. Einfach, weil Holz brauche ich im Moment sehr stark. Kann ich auch 46 brauchen, warum hat das nicht gemacht? Das brauche ich im Moment sehr, sehr stark. Ach Mensch, warte mal, ein hat da drin. So. Deswegen muss ich mit den Materialien halt mal ein bisschen genauer umgehen und muss mir sehr viel Holz machen. So, hier ist nochmal 8 Mal. Das nehmen wir auch noch ganz schnell mit. So. So, ich denke mal, das tun wir noch vereint. So, dann passt das. Sand, ja, okay. Kann er noch was machen mit. Wolle habe ich auch mal 2 Mal.
Cobblestone, so, Glas brauche ich erstmal auch nicht. Ich muss mir gleich meine Kisten oben wieder ein bisschen auffüllen. Ja, die brauche ich erstmal. Doch, die lasse ich mal noch da. Das brauche ich alles noch, das auch. Das nicht, das Schwert erstmal eigentlich auch nicht. So, egal. Nee, das nehm ich dann doch lieber alles mit. So. Dann wollen wir mal. So, hallo, kleine Schäfchen. Okay. So, dann lege ich mir hier schon mal ein bisschen Holz hin. Würde mal sagen, ich fange mal von hier aus an. Verdammt, so tief sollte er eigentlich nicht gelegt werden. Oder muss ich da doch so tief legen? Schwer ist nicht so über eine schlaue Art. Ich wollte gerade sagen, muss man mich nicht. So. So, dann gehen wir mal hier hin. Ja, ich muss mich erstmal ein bisschen hier durcheinander fuchsen. Also keine Panik. Das wird noch besser. Hoffe ich mal. Dann nur um das optisch ein bisschen schön aussehen zu lassen. Das optisch ein bisschen schön aussehen zu lassen, haue ich natürlich gleich wieder direkt einen Holzblock dahin. War ja auch total schlau, obwohl ich da in den Sand hinwollen wollte. Ja, was passiert jetzt? Es wird natürlich dunkel. Habe ich dann Fackeln noch dabei? Habe ich natürlich auch alle aufgebraucht, ne? Ja, ich baue jetzt mal ein bisschen im Dunkeln weiter. Ich hoffe, ihr könnt trotzdem noch ein bisschen was erkennen, was ich hier probiere zu bauen. Hoffe ich jedenfalls mal, dass es klappt, was ich hier baue. So gesehen, das ist dann hier, das ist dann da, okay. So. So, oh Gott, das ist gar nicht mal so einfach, wie das mal aussieht. Ich gucke ja bei anderen LPs auch manchmal zu, da geht das ganz schön ratzfatz auf einmal, die haben das richtig gut drauf. Ich dagegen, ja, mühe mich hier einen ab, überhaupt einen Steg hinzukriegen. So. Und bin eingesoffen. Scheiße! War jetzt nicht so geplant. Das kann man auch besser machen normalerweise, aber egal. So, was habe ich denn jetzt? Das habe ich bis hier. Von hier bis hier. Okay. Ich warte doch mal, bis es Tag ist. Ich gehe mal wieder zurück. Hallo, Schäfchen. So, ich weiß ja irgendwann schon mal, wo mein Häuschen hier ist. Ich mache jetzt doch mal eben schnell pennen gehen, einschlafen, damit wieder Tag ist, damit ihr auch mal richtig was sehen könnt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ihr nichts richtig seht und das ist ein bisschen tragisch dann. Dass ich hier 15 Minuten dann rumguckt, wie ihr nicht sehen könnt und ich da probiere, irgendeine Scheiße zu bauen. Also ab rein da. Ratzen, dann machen wir es eben auf die schnelle Art und Weise. So, dann haben wir es immer auch gleich Tag und man sieht auch wieder was. So. Warum nicht? Geht doch ganz einfach. Ich hätte mir auch sonst ein Bett mitnehmen können. Ich habe im Moment sowieso keine Creepers oder so an. Von daher geht das eigentlich noch. Ja, das sieht auch schon mal ganz annehmbar aus. Genauso wollte ich es eigentlich haben. Dann setze ich jetzt noch ein Stück dahin. So, da und da. Dann fallen wir nochmal ins Wasser. Okay, das war natürlich alles klar beabsichtigt so. Ist auch hier nochmal nachtauchen, nenne ich das. So, auf alle Fälle klappt das schon mal ganz gut. Und falls ihr jetzt gedacht habt, das soll das hier gewesen sein. Nee, 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 nee. Das wird hier kein so normaler Steg. Das hat schon seinen Grund, warum ich das hier baue. Ach, Mensch. Oh Gott. Und es wird komplizierter Grund werden für mich. Kann ich auch von unten hier anbauen? Ja, kann ich auch. Bleibe ich ein bisschen unter Wasser. Ich soll aber auch wieder auftauchen und Luft holen. Das sollte man nicht vergessen. So, jetzt muss ich das timingmäßig genau abpassen. So. Vielleicht sollte ich mir was anderes einfallen lassen dafür, aber naja, egal.
So, hüpfen wir ein bisschen rum. Tja, toll. Das Rumhüpfen hat auch gleich richtig was gebracht. Machen wir es doch halt so. Geht doch auch. So. So, passt das auch so. So, sieht das schon mal ansehnlicher aus. Okay. So, okay, das Konstruktgerüst steht schon fast. Und ja, ich mache eine kurze Pause und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft. Also, bis denn.